Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich möchte heute mal über meine aktuelle Asset Location sprechen. Warum mache ich so ein Video? Ich halte es für sinnvoll, sich immer mal so wie Stichtage rauszusuchen, wo man einfach mal aufstellt, okay, wie sieht das aktuelle Vermögen aus, wie so eine eigene kleine Bilanz aufstellt, um mal zu gucken, ja, wie sieht es aktuell aus. Warum den ganzen Spaß? Naja, Punkt Nummer 1, um einfach die Entwicklung sich langfristig durchaus ein bisschen angucken zu können. Und Punkt Nummer 2, was ich sogar noch für wichtiger halte, ist, es gibt immer mal so, ja, vielleicht Tage oder vielleicht doch mal die ein oder andere Woche, wo einfach die Dinge nicht so laufen und nicht so funktionieren, wie man sich das vielleicht vorstellt und wo man das Gefühl hat, naja, man stagniert, man kommt eigentlich gar nicht voran. Und dann ist es immer eine tolle Sache, wenn man einfach mal ja vielleicht zum Jahresanfang gucken kann oder ja noch ein Jahr zurück und dann einfach mal sieht, so ein kleines bisschen, ja, wo man herkommt. Und meistens fällt einem dann doch auf, dass die Entwicklung gar nicht so schlecht ist und man eigentlich doch richtig ordentliche Fortschritte macht. Aber manchmal ist man einfach zu nah dran, sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und so ganz kleine Entwicklungen sehen wir immer schwer, kann man schwer greifen, aber wenn man dann mal ein Jahr oder zwei Jahre zurückgeht, da sieht das meistens ein kleines bisschen anders aus. Und ich habe das letztes Jahr das erste Mal so ein bisschen ja, zusammengefasst, sage ich mal. Das hat sehr gut zusammengepasst bei mir mit einem ersten großen Meilenstein, könnte man sagen. Oder nein, nicht der erste große, aber so ein, ja, ein sehr markanter Meilenstein. Und ich habe es hier mal rausgesucht. Das war letztes Jahr, habe ich ein Video gedreht und zwar am 21.12.2019, also ist gut ein Jahr her. Und zwar habe ich da gerade die 100.000 Euro Vermögen erzielt, die angelegt sind, wo irgendwo halt 100.000 Euro für mich arbeiten. Und das halt in 99 Tagen. Das ist auch genau diese Entwicklung hier, die wir hier sehen, dieser Graph aus dem Video damals, da habe ich erzählt, dass ich hier quasi noch am Anfang der Zeit, als ich angefangen habe, war ich ja noch stark im Minus. Es gab, als ich angefangen habe, in Aktien zu investieren, hatte ich noch deutlich mehr Schulden als das, was ich Vermögen hatte und das ist dann hier gekippt. Und dann hat man doch gesehen, wie das ja anfangs eigentlich langsam steigt, vermeintlich. Damals fühlte es sich auch schon unfassbar schnell an. Und wenn man sich die letzte Zeit dann anguckt, da geht das so richtig, ja fast ein bisschen exponentiell nach oben. Das Wachstum nimmt auf jeden Fall zu. Und jetzt ist quasi wieder ein Jahr rum und es ist an der Zeit mal wieder zu gucken, wie ist denn der aktuelle Stand meiner Vermögensentwicklung. Was habe ich in Aktien investiert? Wie sieht die Cashquote aus? Und so weiter und so fort. Und zwar, ich habe das ja dann hier aufgeschlüsselt nach den einzelnen Positionen, könnte man vielleicht sagen. Und zwar mein großes Hauptdepot damals waren so 76.000 Euro. Das 0815 Dividendenstrategie-Depot, wo ich jeden Monat 250 Euro investiere, war bei 9.300 Euro. Bei Bondora hatte ich 8.900 Euro liegen, Mintos waren 4.200 Euro, die Sparplanoffensive hatte gerade erst gestartet, waren bei 494 Euro und ich hatte noch ein extra Depot und zwar das Depot wird nur durch meine Dividenden und Zinsen gefüttert, sage ich mal, und da waren auch bereits 1.170 Euro drin. Das heißt, ich hatte damals in Summe gerade die 100.000 Euro voll, das ist quasi jetzt vor gut einem Jahr gewesen, hatte ich 100.626 Euro. Kurzer Hinweis, warum sind die 100.000 Euro so magisch? Nun, wenn man es schafft, die 100.000 Euro vor dem 30. Geburtstag zu erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man das Geld nie wieder anrührt und einfach weiter arbeiten lässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man zumindest nicht an Altersarmut sterben wird oder an Altersarmut leiden wird. Das trifft es vielleicht besser. Und zwar warum? Wenn man 100.000 Euro hat und davon jetzt mal ausgeht, mit das Ganze verzinst sich Kapitalmarkt, keine richtigen Zinsen, aber es wächst im Schnitt um 7%. Der amerikanische Aktienmarkt hat immer so 10%, glaube ich, über die letzten 90 Jahre pro Jahr gehabt. Das heißt, 7% rechnen wir die Inflation mit raus. Gehen wir hier vielleicht von 7% aus und das auf 35 Jahre, dass man fiktiv mit 65 Jahren in Rente gehen kann. Dann kommen wir auf ein Ergebnis von etwas über 1 Million Euro. Und damit wird man wahrscheinlich nicht an Altersarmut leiden müssen. Auch wenn das vielleicht in 35 Jahren nicht mehr ganz so viel wert ist, wie heute, wird man sicherlich ein kleines bisschen mehr haben als der Durchschnittsrentner, sagen wir es mal so. Deswegen sind die 100.000 Euro immer so ein bisschen eine wichtige Summe, sag ich mal. So, aber jetzt wollen wir nicht über das letzte Jahr sprechen, sondern wie sieht der aktuelle Stand aus? Und das ist jetzt die aktuellen Zahlen von, ich glaube, ich habe es gestern rausgeschrieben, also am 6.01.2021. Da ist mein großes Hauptdepot, steht bei 147.000 Euro. Das 0815 Dividendenstrategie-Depot steht bei 13.115 Euro. Bondora bei 2.100 Euro. Mintos bei 3.500 Euro. Und das Depot der Sparplanoffensive steht bei 3.600 Euro. Das heißt, das Kapital, was jetzt aktiv für mich arbeitet, jeden Tag, was ich investiert habe am Aktienmarkt, das sind 169.000 Euro
jetzt Anfang 2021. Dabei, klar, das große Hauptdepot ist das, wo ich meine Einmalkäufe tätige, wo meine Sparpläne drin sind. Da habe ich im letzten Jahr halt einfach viel investiert, deswegen ist das so gewachsen. Genauso wie bei das 0815 Dividendenstrategie-Depot, genau der gleiche Spaß, da zahle ich ja monatlich ein. Beziehungsweise bei der Sparplanoffensive war es im letzten Jahr genauso. Bei dem P2P-Anteil, das ist ganz spannend, wenn ich mir jetzt das letzte Jahr angucke, fangen wir mit Mintos vielleicht mal an. Ich meine, wir haben gerade wirklich eine etwas größere Krise oder wir sind eigentlich mittendrin in einer größeren Krise. Ich glaube, gerade was Arbeitslosenzahlen und Kreditausfälle angeht, das kann man in großen Teilen noch gar nicht abschätzen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da sogar noch andere oder dass da noch die ein oder andere Herausforderung kommt. Auf jeden Fall ist es so, dass bei mir weitere Kredite ausgefallen sind oder die sind seit einem Jahr in Rückforderung quasi. Und ich glaube, wenn ich hier noch 3.500 Euro bei Mintos bekomme, dann ist das gut. Das ist so der Stand, wo ich glaube, nein, das kann ich jetzt rausziehen, wenn es soweit ist. Bei Bondora ist der Rückgang natürlich nicht nur 700 Euro, sondern eher 7.000 Euro. Das liegt einfach daran, ja, ich habe letztes Jahr erzählt, ich sehe keine Möglichkeiten quasi. Die Kurse fand ich alle sehr, sehr hoch und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ich nehme Bondora so als, ja, ich weiß, man darf es immer nicht sagen, aber dort lege ich so ein bisschen Geld hin, was eigentlich woanders investiert werden soll. Und als es dann in diesem Jahr nach unten ging, habe ich was gemacht? Ich habe das Geld abgezogen. Ich habe bei Bondora das Geld in großen Teilen abgehoben und habe es halt an die Börse gebracht, genau so, wie es geplant war. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich weiß, dass das nicht bei allen funktioniert hat. Bei mir hat das ganz gut geklappt, muss ich sagen. Jetzt fange ich gerade wieder an, ein bisschen Geld mehr zu Bondora zu legen. Problem ist, jetzt darf man nur noch 400 Euro pro Monat hinlegen. Das ist jetzt ein bisschen bescheiden, aber gut, sei es drum. Deswegen ist der Betrag hier nur noch bei 2.100 Euro. Hat nichts damit zu tun, dass ich kein Vertrauen in Bondora oder sowas hätte. Nein, ich bin sehr positiv überrascht gewesen, wie Bondora Go & Grow sich letztes Jahr gehalten hat. Aber leider kann ich jetzt gerade immer nur 400 Euro pro Monat dahin überweisen. So, das ist ja aber nur ein Teil des liquiden Vermögen. Also das ist das Geld, was einfach wirklich jeden Tag für mich arbeitet. Jeder Euro arbeitet ja, wenn er angelegt ist. Ich habe aber auch noch Cash, das nicht arbeitet. Das gehört aber mehr oder weniger zum liquiden Vermögen dazu. Also klar, das liquide Vermögen würde ich jetzt einfach mal so definieren, alles, was ich halt wirklich von heute auf morgen zu Geld machen könnte, das zähle ich jetzt hier mit auf. Es gibt natürlich auch noch illiquides Vermögen, was bei mir insbesondere Unternehmensbeteiligungen sind oder meine eigenen Unternehmen. Da kann ich aber gar keinen Wert so genau festlegen. Ich kann vielleicht ganz grob so ein bisschen vernebelt erahnen, wie viel das wert sein könnte. Aber das würde ich einfach nicht zu liquidem Vermögen dazuzählen und von daher taucht das hier nicht auf. Letztes Jahr war es so, dass ich glaube so um die 20.000, 25.000 Euro hatte Ende Dezember, was noch dazugekommen ist, was ich an Cash-Reserven für mich hatte. Und das war damals, da fand ich das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist dann zum Glück Anfang des Jahres noch ein bisschen gestiegen, weil natürlich meine Auszahlungen oder meine Gehaltszahlungen aus den Monaten November und Dezember dann im Jahr 2021, Januar noch gekommen sind. Aber jetzt würde ich mich mit 20.000 Euro als Reserve nicht mehr sicher fühlen. Das liegt einfach daran, dass ich bin halt nicht in Deutschland gemeldet. Ich wohne nicht in Deutschland. Für mich gibt es halt quasi dieses soziale Auffangnetz nicht mehr. Und deswegen muss ich da selber dafür sorgen, dass ich dieses Auffangnetz habe im Fall der Fälle. Und deswegen habe ich einfach deutlich mehr Cash-Reserven und das möchte ich auch so halten, was einfach für mich persönlich noch als Rücklagen dient. Der eine hat halt, ich sag mal, 3 Monate von seinem Gehalt Rücklagen. Man sollte immer Rücklagen haben, es ist wirklich wichtig. Das hat man dieses Jahr gesehen, wie wichtig es ist. Und der eine hat halt 3 Monate, der andere 6 Monate, der andere 12 Monate. Und ich habe noch ein kleines bisschen mehr. Ich habe es hier mal aufgeschlüsselt. Ich habe aktuell ein bisschen was über 100.000 Euro an Cash-Reserven, aber das heißt, wenn ich es ganz konkret mache, mal meinen Aufschlüssel, wie das bei mir aufgeschlüsselt ist zwischen Aktien, P2P und Cash, da ist es aktuell einfach so, dass ich 60% meines Vermögens quasi oder meines liquiden Vermögens in Aktien liegen habe, 2% in P2P und 37% ist Cash. Natürlich muss man sagen, okay, der Cashbestand, der soll sowieso nicht 1:1 in Aktien fließen. Das sind ja quasi meine Rücklagen, was ich ansonsten noch für mich zur Verfügung habe. Von daher muss man vielleicht eher danach gehen, hier, wie ist das quasi von dem, was aktuell investiert ist, wie viel ist davon in Aktien und in P2P? Und das finde ich, das hat sich dieses Jahr sehr gut entwickelt. Letztes Jahr habe ich mich damit nicht so ganz wohl gefühlt. Da hatte ich gut 13% meines Vermögens in P2P-Krediten und nur 86,95%
in Aktien, das wollte ich ja gerne ein kleines bisschen ausgleichen, dass ich so Richtung 5% in P2P komme. Ich denke, das ist ganz in Ordnung für so eine neue Asset-Klasse, die auch ein gewisses Risiko beinhaltet, wie wir dieses Jahr insbesondere bei Mintos gesehen haben. Und jetzt ist es einfach so, von dem, was ich wirklich investiert habe an Geld, habe ich 96% in Aktien und nur 3,13% in P2P-Krediten. Ich denke, das ist eine deutlich gesündere Aufteilung, alles in allem. Ja. Aber gut, wenn ich ganz ehrlich bin und quasi mir mein liquides Vermögen angucke, was ich meine, die Aktien halte ich privat, den P2P-Anteil halte ich privat und den Cash halte ich auch privat, also das ist außerhalb der Unternehmen, und wenn ich mir das angucke, dann habe ich de facto nur eine Cash-Quote, eine Aktienquote von 60%. Ist nicht die Welt, ist aber, denke ich, unter den Umständen vielleicht verständlich, dass ich einfach, ja, wenn man dieses soziale System nicht um sich hat, was einen da schützt, dass man da einfach selber ein kleines bisschen mehr Cash braucht, ist, glaube ich, nicht so verwerflich. Und ich habe es in diesem Jahr gemerkt, wie wichtig es ist, ein kleines bisschen mehr Cash in der Rückhand zu haben. Gut, das soll es gewesen sein. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, sowas zu machen, gerade immer in den Zeiten, wo es vielleicht nicht so gut aussieht, wo man das Gefühl hat, man stagniert ein bisschen, man kommt nicht voran, dann ist es wirklich sinnvoll, sich solche Zahlen mal anzugucken. Mich selber motiviert es immer. Ich habe natürlich den Vorteil, ich kann dann einfach mal aufs Video springen und gucken, wie es vor einem Jahr ausgesehen hat. Von daher kann ich jedem empfehlen, mal so eine Auflistung zu machen und das selber so ein bisschen zu protokollieren. Das hilft wirklich in den Tagen, wo man das Gefühl hat, es geht nicht voran. Das ist der Startschuss für 2021. Mal gucken, jetzt habe ich quasi ein gesamtliquides Vermögen von etwas über 270.000 Euro. Mal gucken, wie das Ganze dann in einem Jahr aussehen wird. Letztes Jahr waren es was 100.000 Euro plus, ich weiß nicht, 20.000, 25.000 Euro Cash. Das heißt, hat sich etwas mehr als verdoppelt. Mal gucken, wie es dann im kommenden Jahr sein wird. Werden wir dann über 540.000 Euro sprechen? Mal gucken. Das wäre natürlich eine bombastische Entwicklung, wenn es so weitergehen würde. Aber ich werde so fahren und ihr sicherlich auch. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.